Nee, ich bin Glen's Heal. Und Boneplating sogar auf der Tristana. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall immer das Boneplating auf Cooldown kriegen. Da gegen drei Bots sollten wir hart gewinnen. Also die Gegner haben ein relativ gutes Early Game, weil sie Kamma Mitte haben. Also Kamma und Lee Sin müssen wir ein bisschen respekten auf der Map. Die werden wahrscheinlich ziemlich viel um Mitte rumspielen. Und dann into Bot. Das heißt, wenn wir Botlane fighten wollen, müssen wir immer gucken, wie die Midlane Wave aussieht. Wobei nicht mal die Wave ist relevant. Also Karma-Spieler droppen auch ganz gerne mal eine Wave, um einfach nur Bot zu sein. Aber ich will hier den Ward stellen, aber es gibt eine Welt, in der die hier drin sind. Es wäre zwar unglaublich bad. Base-Checks einfach. Wie sind den Ward hier zu haben, ist schon sehr geil. Aber wo ist die beste Position für den Ward? Ich sehe viele, die hier placen. Wer ist auch hier? Okay, Level 1 werden wir verlieren. Also in Amumu einfach auf Max Range Cube werden wir auf jeden Fall verlieren. Ich bin mir sicher, dass Lee Sin Level 3 Mitte ganken wird. Das ist frech. Das wäre Losing gewesen. Gut, dass er den nicht getroffen hat. Okay, Wukong Move Mitte, wir chillen einfach. Jetzt fucking go. Boah, da habe ich fast das Plague Grief, weil ich mein E benutzt habe. Aber nur fast. Oh, Sage. Das ist Winning, oder? Ah, die haben Vision gehabt. Lulu ist gleich Mitte. Muss also aufpassen. Ich glaube nicht, dass die Tristana mich hier killen kann, aber ich wollte es nicht flippen. Wenn es. Also es wäre close geworden. Ich glaube, ich gewinne, aber es wäre close geworden. Und wenn ich hier sterbe, dann ist mein Game vorbei. Ich hätte mein Q für den Ken saven sollen, wenn er mal wird. Oh, ich habe den. Ich habe den Minion gehittet. Oh, ich habe den Minion gehittet. Ich bin so ein Kack-Inter. Oh, das war horrible. Sie ist tot, wenn ich da nicht den Minion hitte. Crazy, aber ich dachte auch nicht, dass es playable ist für sie, ehrlich gesagt. Tristana einfach broken.
Fucking Boneplating, no joke. Das gewinnt sie nur, weil sie Boneplating hat. Ich bin auf einmal jetzt ein ganz Level behind. Oh, das war horrible. Das war leider sehr, sehr horrible. Na, ja, crazy. Ne? Wirklich nur Boneplating. Ohne Boneplating gewinne ich das. Also ich gewinne es auch, wenn ich den Hit da mache. Jetzt ist die Lane leider nicht mehr playable für mich, weil die mich jetzt einfach perma all-in kann. Und ich habe auch mein E schlecht benutzt. Und das, ich habe gerade genau das gleiche falsch gemacht, was ich noch eben erzählt habe mit dem Space Cycling. Ich habe mein E benutzt und deswegen hatte ich den nicht mehr ready im Fight. Das war leider horrible von mir. Aber ist okay, müssen wir durchhalten. Ist okay. Vielleicht sollte ich gegen Tristana grundsätzlich auch Boneplating mitnehmen, aber ich glaube, gegen Lux, gegen Lulu ist Boneplating halt schon sehr useless. Boah, die ist einmal Level 6. Ah, es wird ein Ruffy. Sind wir hier gedived? Ah, die sind im Spot. Oh, Toplane verliert auch hart. Das wird echt schwer, das Game. Ich glaube, die ist ein bisschen frech, die Tristana. Ich glaube schon, dass wir das spielen können. Wenn ich Level 6 bin, auf jeden Fall. Boah, close. Die sind halt keine Tower Aggro. Frech. Frech, 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 frech. Der Lee Sin nicht noch hier drin? Der hat einmal backgeportet, der Lee Sin. Oh no. Ja, das war natürlich sehr huge für mich. Big Shutdown. Keine Ahnung, warum die Syndra jetzt Mitte gemoved ist. Und nicht Bot State. Das ist ja horrible. Jetzt kriegt die da immer Platings, die Tristana, for no reason. Das war echt scheiße von Amuro. Oh, das war echt scheiße von Amuro. Naja, von Amuro war es okay. Ich darf einfach nicht followen. Er muss das 1v2 spielen. Ich darf da einfach nicht mich engagen lassen von der Tristana. Ich glaube, das war sogar okay von ihm. Ich muss einfach noch weiter hinten stehen. Und meinen Q halten. Bis die Tristana reinspringt. Naja, es war okay. Das war fein von Amuro. Das war my bad. Ich muss das anders spielen.
Weil wir werden die Lulu da niemals killen. Die Tristana wird immer auf mich raufspringen. Das heißt, wir engagen die Lulu, baiten, dass die Tristana reinspringt und dann habe ich meine Spells für Tristana ready und dann gewinnen wir. Sollten wir spielen müssen. Aber es ist krass, ne? Das war gerade Level 6 der Momo gegen Level 5 und Shieldbow versus No Mythic auf Tristana. Das ist schon crazy, wie viel Damage die macht, Alter. Wenn ich Tristana spiele, mache ich nicht so viel Damage. Hab echt Angst vor der. Ja, wir sollten einfach gar nicht mehr flippen auf Bot. Der Wukong gewinnt das Game so hart alleine. Wir müssen halt nur aggro genug spielen, dass sie nicht viel Push bekommen. Hier wird ein Lee Sin ziemlich sicher sein. Lee Sin könnte für den Stil gucken. Wir gehen aber Bot wieder answern. Lee Sin könnte hinter denen stehen. Wir wollen auf jeden Fall nichts forcen, wenn Wukong nicht da ist. Wukong ist unsere Absicherung gerade. Hier, Lee Sin ist Mitte. Also wir können fighten, glaube ich. Aber warum sollten wir es flippen? Wir haben gerade Midling gekillt, wir kriegen Plates. Wir müssen nur aggressiv genug spielen, dass die Botlane nicht in die Mitte for free moven darf. Ich glaube, wir verlieren hier leider. Oh, das ist jetzt fightable, glaube ich. Aber sollten wir es flippen? Nee, sollten wir nicht, sollten wir nicht, sollten wir nicht, sollten wir nicht. Nee, 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 nee. Wir kriegen so viel Mitte. Das Game ist gewonnen. Game ist gewonnen, wenn wir einfach nichts machen. Würde das Game nicht so gut aussehen, wäre ich down zu flippen? Aber wir sollten einfach nichts machen. Einfach nichts machen. Wenn unsere Topside verlieren würde, Junge, ich wäre der Erste, der da rein ultet. Aber not like this. Oh, die sind sogar gestayed. Sneaky. Das heißt, jetzt Tower kriegen. Ja, die kriegen immer noch ein Plating. Ja, die kriegen tatsächlich den ganzen Tower. So, aber die haben jetzt auch wieder ihr Tempo gefickt, ne? Weiß ich auch wieder nicht, ob das gut von denen war, ehrlich gesagt. Die Sin wird hier halt irgendwo chillen, aber. Oh, das war zu deep. Ja, der Dive war schon Kategorie Horror Cringe. Oh, wir sind actually dead. Und dann ist Lee Sin hier noch in Time kommt. Ja, ich will eigentlich auch gar nicht mitspielen. Nee, ist okay. 20 Gold warten für Rageblade, worth oder nicht?
glaube, es ist worth. Ich habe eh kein Flash und keine Ult. Lent, danke noch für den Sub. Kuss geht raus. Und Just Legends, danke auch für den Sub. Wir laufen die Games. Wenn wir das gewinnen, stehen wir 2-1 heute. Also das ist solid eigentlich. Okay, wie spielt man das jetzt? Oh, unlucky timing. Ich glaube, wir dürfen hier Mitte T2 nehmen. Oh oh, ich habe ein großes Problem. Ich habe ein ganz großes Problem. Aber ich weiß auch nicht, warum unser Wukong unbedingt den Herald durchziehen muss. Anstatt einfach mit uns zu fighten. Aua. Naja. That's what it is. Ich habe auch gar nicht gesehen, dass Wukong nicht dabei war, fairerweise. Eigentlich ein No-Brainer dafür Mitte zu spielen, glaube ich. Aber I mean, happens. Ist fein. Das ist illegal. Das ist sehr illegal. Das ist aber auch tatsächlich leider einfach sehr schlecht jetzt. Der Wukong ein bisschen das Game gegrieft. Aber close. Wir sind doch da für dich, Wukong. Wir sind doch da für dich. Sind noch Jungle Camps ab? Keine Jungle Camps mehr. Bin da groß. Richtig. Ich könnte sogar GA als drittes gehen. Ich glaube, dann fehlt mir ein bisschen Damage, ehrlich gesagt. Syndra sollte top defenden. Ich könnte jetzt halt eine Stopwatch kaufen, aber ich glaube, ich mach's nicht. Ich will mein BT fertig kriegen. Ich glaube, BT ist huge hier. Wie viele Points hast du auf Varus? Boah, gar nicht mal so viel. Aber ich bin halt diese Season viel gespielt. Wir pushen jetzt noch einer mit Wave und dann machen wir Nash. Halt noch, ne? Syndra da jetzt Bot-TP, muss sie uns aber erklären, wenn wir Nash machen wollen.
Aber wir haben gute Vision, der kann hier nichts machen. Ah, 200 noch für BT. Wir haben eh gerade keine Midlaner, also ich kann auch noch stayen. Raptoren und Midwave, dann sollte ich mein BT haben. Wir gehen jetzt für Mitte Bot. Syndra hat kein TP, sollte eigentlich nicht top sein. Aber. This is what it is. Schon ins Mitte. Okay, Clint ist raus. Oh, das sind aber zwei sehr kleine Minions. Das war einfach die kleinste Minion Wave Deutschlands. Ich glaube, Ende machen können wir versuchen. Holy shit. Das ist ja ganz böse schief gelaufen. Das hat leider Wukong geintet. Jetzt hat er den Midrake. Ja, Wukong muss da einfach nur chillen. Er wird da einfach von Tristana unter den Tower gekillt. Na gut. Er hat Mercs gekauft. Das ist doch auch ein bisschen reportable in dem Game, oder? Hä? Legit kauft er einfach Anathemas. Wir haben einen Damage-Dealer, Bruder. Ein. Das war's eigentlich. Verlieren wir den Drake. Ah, wir hätten einfach rausgehen sollen. Warum tippieren wir da? Der Drake ist weg. Moment. Good job, Team! Ich glaube, wir hätten da finishen können. Ah, ne. Also, wir hätten auf jeden Fall Nexus-Türme nehmen können, wenn wir einfach für Wave gespielt haben und nicht für Kills. Aber. Wäre. Also, wahrscheinlich muss man da einfach immer Base gehen, ne? Wir haben Soul, zwei Inhibs bekommen. War schon greedy. Mein Team braucht mich mal wieder überhaupt nicht, das ist korrekt. Interessant, hat gut gespielt, ey. Echt gut. Aber das war halt nur dieses eine Outplay-Botlane. Was sie so ein bisschen enabled hat. Wenn ich da nicht sterbe, ich glaube, dann ist das Game auch nicht ansatzweise so knapp. Digga, wie? Hä? Das ist ein Joke! Als ich jetzt. Nick! Moin, 64. 64, Alter. Gewonnen, das ist korrekt. Ich war richtig useless. Und hat komplett gecarried.